Hallo zusammen, herzlich. Quatsch, ich, wir sind ja mittendrin. Moin. Wie, willst du mir jetzt eine Quest anschnacken? Ich wollte Quinn spielen. Verschwinde. Wie, verschwinde? Eben hast du mich noch freundlich angesprochen außerhalb der Aufnahme. So einer bist du also, hä? Mobber. Gibt's ja gar nicht. Alter Wissender, das muss er sein. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen, auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Ich möchte Gwyn spielen. Ich will keine Quests machen. Krieg ich von den anderen Zuschauern Ärger. Ich habe Lebensmittel besorgt. Eine Quest. Wir spielen jetzt einfach Gwyn. Wir reden fragen, gar nicht großartig. Ja, ich spiele Gwyn. Ah ja. Und ja, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Na gut. Du kannst Gedanken lesen. Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Ach, das denn hat sich sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwyn hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Da gehe ich von aus. Legen wir los. Okay. Mal gucken, ob das Deck noch so ist, wie ich mir dachte. Jo. Mal gucken, was er für Karten hat. Der spielt auch nur mit 23 Karten. Oh, er spielt mit Monsterkarten. Bei Monsterkarten, gut, das wird wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich zwei Spiele machen müssen, mindestens. Monster spielen vorzugsweise mit Musterung. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, mir irgendwie so versucht, Tipps anzulesen. Und da sind Wetterkarten sehr wichtig bei Monster. Gutes Wetter kann ich bei Monstern nicht gebrauchen. Die kommt raus. Ja, den Rest muss ich ja nicht, sondern den Finte behalte ich. Den Spion nehme ich. Das ist eine Heilerkarte, das ist gut. Oh, das ist gut. Raus. Das habe ich. Ah, Horn des Kommandanten habe ich dafür bekommen. Das ist schade, dass man das nicht so gut sehen kann. Cool. Musterung. Pass mal auf. Der zieht nämlich jetzt alle Ghule oder entweder alle. Na, alle Ghule wird er nicht rausgezogen, aber bei alle, die findet. Doch, alle Ghule. Finde Karten mit gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Das heißt, er hat nur eine auf der Hand, kriegt aber drei. Das ist fett. Und da brauchst du dann eine Wetterkarte, die du drauflegen kannst. Das wäre ganz wichtig. Sonst ist es schwierig. Jetzt hat er dummerweise auch nur so einen Ghoul halt gespielt. Ne? Eine Einerkarte. Der hat garantiert noch viel krassere. Aber ich drücke jetzt trotzdem erstmal den Spion rein. Jetzt ist er wieder dran. Vielleicht passt er ja. Necker. Seht ihr, was da passiert? Dann geht gleich richtig was ab. Na, da garantiert noch mehr von. Das ist die Frage, ob ich jetzt schon passe. Ich würde mal sagen, ja. Gegen 13 will ich jetzt nicht unbedingt angehen. Deshalb würde ich es dabei jetzt mal sein lassen. Ich rechne aber eh damit, dass ich diese Runde verlieren werde. Also dieses Spiel. Eben, und eine zufällige bleibt auf dem Board. Das ist die Spezialfähigkeit der Monster. Krabbenspinne 4, oh Gottes Willen. Ach du Scheiß. What the fuck? Das ist ja übel. Ich will so ein Monster-Deck haben. Was, das ist krass. Ich glaube, das kann ich gleich sein lassen. Ernsthaft. Ich habe jetzt auch keine Schlechtwetterkarte oder so ein Rotz. Aber das Ding ist, ich muss die Runde jetzt gewinnen. Es geht gar nicht anders. Ich muss diese Runde gewinnen. Der hat 20 auf dem Board.
1, 2, 3, 4. Und der hat ja nicht mal alle Karten gelegt. Überlegt euch das mal. Okay. Überlegen. Der profitiert davon eh nicht vom Horn des Kommandanten. Das sind zwei... Ich habe mehr Fernkämpfer. Die werden verdoppelt, ne? Moment, das ist 5, 6, 8. Das macht doch am meisten Sinn, die hier dann zu spielen. Ja. Okay, dann packen wir die mal hin. Mein Gegner passt. Okay. Scheiße. 14. Bräuchte jetzt eine 6er-Karte. Nee, eine 7. 7 bräuchte ich. 7 bräuchte ich. Damit würde ich 8 haben. Ah, das wäre doof. Bis Horn des Kommandanten wäre das blöd. So hätte ich 10. Ich könnte mir mit Finte ja noch eine wiederholen. 16, Moment, okay, also, Moment, welche will ich mir denn da wiederholen wollen? Pass mal auf, ich leg die jetzt aus. Moment, was hat die gemacht? Und spiele sie sofort aus. Und warum durfte ich das nicht? Warum durfte ich das nicht? Wenn ich die lege, darf ich die doch ausspielen. Normalerweise. Sofort. Was ist denn aus der Aktion geworden? Das ist doch Kacke. Da habe ich jetzt drauf spekuliert. Machen wir jetzt nochmal. Das muss doch gehen. Wieso ist das kaputt? Geht das nicht, wenn der Spieler passt? Oder was soll das? Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch blöd. Da habe ich jetzt drauf spekuliert, Mensch. Boah, klar, lass die 6er auf dem Brett. Okay, das knallen wir wieder alle mal rauf, ne? Was wollen wir machen? Geht ja nicht anders. Was macht der? Ach, Horn des Kommandanten. Ist interessant. Der hat aber noch keinen abgelegt. Naja, da wird er wissen, was er damit gleich macht. Fünfer. Ach du Kacke. Oh, fuck you. Fuck you. Oh, also, ich glaub's ja nicht. Klar. Boom. Du willst dich verarschen, oder? Da komme ich nicht mehr gegen an. Da komme ich nicht mehr gegen an. Das ist unmöglich für mich. Siehst du, dann hat er mir ja noch eine gute Wetterkarte dabei, für den Fall, dass ich jetzt das hätte regnen lassen. Unglaublich, ey. Da kann ich ja nicht gegen ankommen. Er hat nochmal eine gute Wetterkarte. Komm hier nicht dran. Ich verdoppel das jetzt gleich und das war's. Ach. Naja. Verloren. Ist der krass. Aber ganz ehrlich. Die guten Götter hielten es für richtig, mich gewinnen zu lassen. Die guten Götter treten mir gleich in den Arsch. Vorbei.
Ja, und zwar jetzt. Oh, du bist zurück. Ja, ich bin zurück. So. Noch eine. Sicher. Das. Legen wir los. Okay. Die kommt weg. Extrem dichter Nebel ist Fernkampf. Da muss ich dran denken. Jetzt wählen wir den als Anführer aus. Fernkampf hat er aber anscheinend gar nicht so viel gehabt. Er hat eher Nahkampf. Der hatte eigentlich eher Nahkampf. So, Nahkampf ist klirrende Kälte. Kommt auf jeden Fall mit rein. Und Belagerungs. Die hat er gehabt überwiegend, ne? So, dann nehmen wir die beiden mit. Ja, das machen wir. Nahkampf und Belagerung. Dann sollte ich ja nicht unbedingt mit Belagerungskarten großartig anfangen, was? Nahkampf. Naja. Nee, eigentlich muss ich mir auf Fernkampfkarten legen, aber ich darf von denen jetzt keine mehr rauslassen. Nein, geht nicht. Gut, nehmen wir den mit. Ja, da muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen mit den paar Fuzzis, die ich da habe. Doll ist es nicht. So, ein reguläres Spiel noch und klirrende Kälte ist Nahkampf. Horn des Kommandanten ist auch gut. Eine Finte. Blaue Streifen. Da hätte ich ganz gerne nochmal welche von. Ich hätte ganz gerne mehr Fernkämpfer. Der kommt weg. Super. Packe ich jetzt die Finte-Karte weg. Also die beiden muss ich behalten. Die kann ich dann auch behalten. Da habe ich 5 und 8. Also das ist ja für prädestiniert für Horn des Kommandanten, würde ich sagen. Dann auf jeden Fall Nahkampfkarten. Die darf ich dann natürlich nicht setzen. Das ist auch klar. Pass auf, ich nehme die Finte-Karte raus. Was habe ich denn dafür bekommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Wer ist dran? Ich? Oh Mann, das ist aber nicht gut, dass ich jetzt dran bin. Nahkampf. Nee. Ich spiel die mal, fordere ich ihn mal ein bisschen. So, jetzt muss ich danach aber gleich eine ziehen dürfen. Das geht gar nicht anders. Da gehe ich jetzt gegen an. Dann sind die aber auch schon mal raus. Warum funktioniert das denn nicht mehr? Kann mir das jemand sagen? Funktioniert das nicht gegen Monster? Oder wo ist da das Problem? Das hat sonst immer funktioniert. Ich werde ja noch blöd hier. Wähle eine Karte aus deinem Ablagenstapel, keine Helden- oder Sonderkarte und spiele sie sofort aus. Ich kapiere es nicht, warum das nicht jetzt mehr geht. Vielleicht geht das nicht gegen Monster. Wäre aber unfair. Habe ich noch nie von gehört.
steht ja auch nichts drüber. Was ist, wofür ist denn das Feld? Nein, das probiere ich lieber nicht aus. 21, 13. Mann, ich brauche doch da die zusätzliche Karte. Deshalb habe ich den Krams doch gemacht, ey. Ja, dann spielen wir die jetzt. Kannst du ein gutes Wetter nehmen, wenn du hast. Wie ist der dumm? Oh, nee, ist er nicht. Ach, scheiße. Der ist ja trotzdem noch so stark. Das ist ja unglaublich. Okay, dann muss ich jetzt einen Bogenschützen setzen. Geht nicht anders. Also, das würde ich jetzt ganz gerne noch gewinnen, die Runde, wenn es irgendwie geht. Arsch. Der ist ja nicht vom Wetter betroffen. So, jetzt mach mal was. Danke. Ich habe auch nicht mehr viele Karten jetzt. Am Zug. Nahkampfkarte. Das ist gut. Das mache ich jetzt. Jetzt muss er nochmal was setzen. Und ich passe. Naja, das ist mir schon klar, das ist aber. Okay. Das Problem ist, dass wenn der jetzt zu viele gute Wetterkarten hat. Obwohl, das ist gar nicht so das Problem. Ich kann hier sowieso nicht mehr viel machen. Schade, mir hätte da unten der dritte von gefehlt. Der wird nur zwei gute Wetterkarten haben. Mehr wird er nicht haben. Wie mein Gegner passt. Hat er nichts mehr? Echt nicht? Ich habe gewonnen? Das mache ich jetzt absichtlich. So, und dann hätte ich nochmal extrem dichter Nebel ausspielen können, hätte die Belagerungskarten runtergesetzt. Krass. Mensch, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Los. Im Herbst werde ich wissen, wo es die besten Butterpilze gibt. Aber wie man spielt und nicht verliert, das werde ich nie wissen. Och Mensch. Ein schöner Sieg. Nimm diese Karte. Du hast sie verdient. Weißt du, wer sonst noch Gwent spielt? Es gibt in Wehl nur noch einen Gegner, der deiner Zeit würdig ist. Im Dorf Mittelhain. Man nennt ihn Haddi. Der Lümmel zählt erst ein paar Lenze. Aber lass dich davon nicht täuschen. Bei Haddi war ich doch aber davor schon. Mume, Feder, Weberwand. Was macht denn die Mume Monsterkarte? Okay, die ist cool. Aber ich habe halt nur eine Mume. Was ist die Frage, wo ich die anderen Monsterkarten noch herkriege? Da bin ich mal gespannt. Okay, so, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch haben diese beiden Gwent-Folgen gefallen. Und, oh. Moment. Gwent-Kartensatz. Iridin. Anführer wechseln. Nee. Nee.
Ach, wirf zwei Karten ab und ziehe zwei Karten. Iridin, Bringer des Todes. Cool. Habe ich auch so eine Anführerkarte noch bekommen. Das ist ja geil. Das freut mich ja. Okay, okay. So, ich schnapp mir jetzt, es gibt ja noch mal Gwind mit den mit Wirten irgendwie. Und da werde ich jetzt da. Spiele gegen Wirte. Das machen wir jetzt. Und da gibt es dann nochmal eine Sonderfolge, logischerweise. Oder auch zwei. Ne? Das kommt halt drauf an. So, Gewinnspiele gegen Wirte in Novigrad. Oh, es gibt auch noch mehr Wirte, die gewinnt haben, oder? Sammle sie alle. Gut, ich gucke mir das mal an, wo ich hin muss. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.